ganz herzlich willkommen hier zu unserer Abschlussdiskussion unserer anderthalbtägigen RLS Cities Tagung. Wir haben ja hier jetzt auch ein sehr, genauso wie in der gesamten Tagung, auch hier ein sehr hochkarätiges Publikum. Wie ich ja in der Eröffnung gestern schon angekündigt hatte, dennoch wollen wir, wie versprochen, auch gerne um 17 Uhr, vielleicht 10 nach 5, aber pünktlich Schluss, nicht so weit. Da wurde mir dann aber gestern wiederum gesagt, nicht so weit weg. Also dann ist es wie so oft die Mitte. Wir würden gerne dann wirklich um kurz nach 17 Uhr dann enden, die Tagung beschließen. Und insofern freue ich mich sehr, dass wir jetzt hier für diese Stunde nochmal 5 Gäste hier oben haben. Mein Name ist Stefan Timmel, ich bin hier in der Rosa-Luxemburg-Stiftung der Referent für Wohnungs- und Stadtpolitik und moderiere diese Abschlussdiskussion natürlich sehr gerne, da auch gestern war das ja schon der Fall, gestern Morgen ja ganz kurzfristig wegen Erkrankung Tom Strohschneider absagen musste. Insofern möchte ich kurz das Podium vorstellen. Florian Schmidt, ganz rechts. Jetzt muss ich. Das Mikro los, das ist auch besser. Ist es besser? Ja, nicht anders. Okay. Florian Schmidt, Bezirksstadtrat in Friedrichshain-Kreuzberg für Bauen, Planen und Facility Management von Bündnis 90 Die Grünen. Dann habe ich neben ihm Steffen Zillig. Steffen Zillig ist im Abgeordnetenhaus für die Linke der parlamentarische Geschäftsführer. Dann direkt hier zu meiner Rechten Rusbe Taheri von der Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Heike Sudmann, Sprecherin für Stadtentwicklung, Wohnungs- und Verkehrspolitik, Die Linke aus Hamburg. Und Klaus Mintrup, MdB der SPD für den Wahlkreis Prenzlauer Berg, Pankow und Weißensee. Also auch hier haben wir ein Rot-Rot-Grün versammelt, was mich auch sehr freut. Wir wollen hier auch noch mal ein Stück weit gucken. Diese Abschlussdiskussion ist ja auch überschrieben mit wie weiter. Wir haben hier jetzt ganz intensiv, zumindest die Teile, die ich verfolgen konnte, ganz intensiv ja in 12 Panels über den Tag hinweg diskutiert. Hier geht es dann jetzt nochmal ein Stück weit, dass wir hier vorne uns austauschen, wie soll es weitergehen. Wir haben in der Einladung ein paar Stichworte auch genannt. Es gibt mit Sicherheit noch viel mehr Stichworte. Also wir haben gefragt über Enteignungen, Vor- und Rückkäufe, Bremsen und weitere Perspektiven. Und uns würde es jetzt auch ein Stück weit darum gehen, nach vorne zu gucken, wie machen wir weiter, welche Themen wollen wir bearbeiten, wie stehen wir zu den aktuellen Vorschlägen, Beispiel Enteignung, die auf dem Tisch liegen, dass wir uns darüber austauschen und vielleicht sowas schaffen zum Abschluss der Konferenz, eine gemeinsame Perspektive. Ich würde gern Heike bitten, so ein Stück weit den Blick von außen, also außen heißt außerhalb Berlin, anzufangen. Wie nimmt sie das wahr? Wie ist es in deiner Stadt, Heike? Wie werden dort die Perspektiven unter den Stichworten, die ich gerade beschrieben habe, wie wird das diskutiert? Was siehst du denn? Wie müssen wir weitermachen? Ist ja immer nicht so nett, wenn man eine andere Stadt beurteilen soll. Also ich hoffe, es wird nicht schräg ankommen. Ich muss erst mal sagen, zu allem muss man zu Hamburg wissen, in Hamburg ist Rot-Rot-Grün unvorstellbar. Unsere Sozialdemokraten und Demokratinnen haben da so eine Aversion. Insofern bin ich schon ganz entspannt, dass Herr Mintrup entspannt neben mir sitzt und nicht schon abgerückt ist. Also es ist schon mal der erste Test, der gut gelungen ist. Das, was in Berlin ja jetzt gerade debattiert wird, Enteignung, ist für Hamburg so kein Thema. Aber es liegt vor allen Dingen daran, dass wir nicht so eine
ich sag's mal vorsichtig, so ein Unternehmen wie Deutsche Wohnen haben mit so einem großen Wohnungsbestand. Bei uns gibt es zwar Vonovia und Akelius, die beide sich bestimmt nicht besser, sondern vielleicht noch schlechter als die Deutsche Wohnen verhalten, aber die haben zusammen irgendwie 15.000 Wohnungen von 900.000, also von 700.000 Mietwohnungen. Insofern ist da die Bewegung auch nicht so groß. Ich war nur ganz erstaunt, dass die Sozialdemokratie in Hamburg, die eigentlich nicht so offensiv ist, als wir letzten Donnerstag eine gemeinsame Podiumsdiskussion in Hamburg hatten, Husby war eingeladen, und dann wurde der SPD-Fraktionsvorsitzende gefragt, was halten Sie denn von der Enteignung in Berlin? Ja, in Berlin finde ich das gut. Aber das habe ich natürlich sofort benutzt, weil, ich sage das mal deswegen als ein Beispiel, in Hamburg ist es so, ich habe in Hamburg einen Antrag eingebracht zum Mietendeckel, der ja hier in Berlin diskutiert wird, also Mietendeckel, einfach die Möglichkeit, dass ein Land, ein Bundesland selbst eine Regelung treffen kann zur Miete, und zwar über das Preisrecht. Das ist juristisch alles noch sozusagen Neuland, es gibt wie immer bei Juristinnen und Juristen irgendwie 10 dafür, 20 dagegen, 15 dazwischen, wie auch immer, aber es ist eine Möglichkeit und ich bin immer der Meinung, man muss alle Möglichkeiten nutzen. Hier in Berlin nehme ich wahr, dass die SPD vor allen Dingen das pusht. In Hamburg ist die SPD irgendwie, hat den Schaum vom Mund gar nicht weggekriegt, als wir das bei uns im Landtag in der Bürgerschaft diskutiert haben. Das sei alles Populismus, das würde alles gar nicht gehen. Und da finde ich, ist mein Eindruck, ist Berlin einfach weiter zu sagen, wir müssen alles nutzen. Selbst der Regierende hier in Berlin sagt ja, wir müssen alle Möglichkeiten nutzen. Das machen die Hamburger nicht. Und die Hamburgerinnen und Hamburger in der SPD oder auch unter Rot-Grün haben zum Beispiel das Vorkaufsrecht, was hier ja in Berlin wirklich intensiv angewandt wird. Das haben die in Hamburg erst seit Sommer 2018, ich könnte schon fast sagen, entdeckt. Sie haben seit 2011, seit in Hamburg eine SPD-Regierung ist, 234 Mal das Vorkaufsrecht nicht angewandt. 234 Mal. Und ich habe mal gesagt, Leute, ihr wollt mir doch nicht erzählen, dass bis 2018 wir keine Spekulanten und Spekulantinnen in Hamburg hatten. Aber es war einfach so, wir wollen das nicht machen, wir haben Angst, dass die Immobilienwirtschaft und vor allem die Wohnungswirtschaft in Hamburg nichts mehr mit uns macht, dass sie nicht mehr baut. Da muss man dazu erzählen, ich glaube, es ist in Berlin jetzt neuerdings auch, ich bin noch nicht ganz sicher, Hamburg hat ein Bündnis für das Wohnen, so nennt sich das. Da hat die SPD, als sie 2011 an die Regierung kam, mit der Wohnungswirtschaft zusammen, mit Mietervereinen am Katzentisch, gesagt, wir tun uns mal zusammen und gucken, wie können wir Wohnungen in Hamburg bauen. Hamburg hat jedes Jahr ungefähr 20.000 Einwohner und Einwohnerinnen mehr, hat aber jetzt schon einen Fehlbedarf an Wohnungen, der zwischen 30.000 und 90.000 Wohnungen geschätzt wird. Insofern baut Hamburg jetzt ganz viele Wohnungen. Wir bauen jetzt, es sollen 10.000 Wohnungen pro Jahr gebaut werden. Es sollen davon ein Drittel Sozialwohnungen sein, wo sich alle Welt fragt, wieso ein Drittel, wenn 50% der Haushalte eigentlich vom Einkommen her in Anspruch haben, aber das ist sozusagen das Geheimnis der Regierung. Das passiert in Hamburg und Hamburg wird immer überall als leuchtendes Beispiel dargestellt. Und wir haben heute Morgen festgestellt, dass der Kollege aus Wien, Justin Kadi, gesagt hat, Wien ist auch nicht alles so gut. Und in Hamburg würde ich auch sagen, es ist auch alles nicht so gut, aber das ist ein anderer Punkt. Rückkauf. In Hamburg ist kein Thema, weil es nicht es gab keinen Verkauf der städtischen Wohnungen. Das ist immerhin verhindert worden, obwohl die FDP das mal vorhatte, aber die SPD, die in Hamburg meistens regiert hat, hat das nicht mitgemacht. Reicht das erstmal? Ich könnte aber zum Thema Zwangsräumung sagen. Ich bin fasziniert, um ein bisschen auf die Ebene der Stadtinitiativen zu gehen. Es hat hier wirklich in Berlin richtig Bewegung gegeben und massenhaft Unterstützung von betroffenen Mieter und Mieterinnen. In Hamburg haben sich die Mieterinnen nicht getraut zu sagen, ich stehe kurz vor einer Zwangsräumung. Also wir haben nicht erfahren, wenn Leute bedroht waren. Also da habe ich mal gestaunt, was hier in Berlin so anders ist, ob es hier denn doch rebellischer ist, wie ja auch ein Teil des Titels ist. In Hamburg wäre das eher so ein bisschen hanseatisch, vornehm, unterm Deckel gehalten. Ja, vielen Dank, Heike. Das ist auch ein gutes Stichwort, was alles in Berlin so möglich ist. Wir hatten gestern Abend ab 19 Uhr ja noch eine sogenannte RLS-Lecture mit Jaime Palomera aus Barcelona, der dort auch die Mieterinnengewerkschaft mitgegründet hat. Und er hat auch nochmal gesagt, für uns zum Beispiel in Barcelona ist das so, so wichtig, was ihr gerade in Deutschland diskutiert, dieses Enteignungsthema. Wir sind da so meilenweit davon entfernt. Aber als Referenz, als Ziel, als sozusagen auch das in der internationalen Presse darüber berichtet wird, ist für uns in unseren Kämpfen dermaßen wichtig. Insofern, Ruspe, würde ich dich nochmal bitten, ein Stück weit auch den Stand gerade nochmal zu schildern.
Und also wo stehen wir? Wie ist deine Wahrnehmung? Was kann da wirklich passieren? Ist das überzogen, diese Erwartungen? Und vielleicht machen wir dann in der Reihenfolge Klaus, Steffen und Florian, wenn das in Ordnung ist, nochmal kurz darauf, wie ihr als, wenn ich das jetzt nochmal aufgreife, als Vertreterinnen in unterschiedlichen Funktionen von Rot-Rot-Grün das jetzt sieht, welche Perspektiven haben wir? Ja, jetzt verstehe ich auch, warum die in den letzten 3 Tagen etwa 7 spanische Journalistinnen und Journalisten bei mir angerufen haben. Das ist gerade ein Thema, das schlägt Wellen. Erst war die Berliner Presse, dann war ein bisschen Bundespresse. Interessanterweise sehr viel in Bayern und Baden-Württemberg darüber berichtet. Dann kam die österreichische Presse und jetzt die spanische. Aber wir haben vor 4, 5 Jahren immer nach Barcelona geguckt und haben gesagt, oh, da gibt es eine tolle Mieterbewegung, wir haben viel erreicht, die Bürgermeisterin kommt aus der Bewegung und so weiter und so fort. Und es ist schön, dass wir jetzt auch mal, Vorbild will ich nicht sagen, aber Ermutigung sein können für die Freundinnen und Freunde in Barcelona. Was ist möglich? Ich würde sagen, alles. Oder jedenfalls sehr viel mehr, als wir selbst vor 2, 3 Jahren gedacht haben. Das, was gerade in Berlin passiert, einige Beispiele wurden genannt, Vorkaufsrecht etc. etc. Das hätten wir vor 3, 4 Jahren so nicht gedacht. Als wir damals mit dem ersten Mietenvolksentscheid angefangen haben, da ging es darum, zum Beispiel einen Neubaufonds für Sozialwohnungen zu schaffen von 3.000 Wohnungen. Da haben viele in der Politik gesagt, oh, das ist aber übertrieben. Also 1.000, darüber könnte man jetzt reden, vielleicht 1.500. Mittlerweile gibt es einen Neubaufonds für Sozialwohnungen von 6.000, glaube ich. Und da wird darüber geredet, das aufzustocken. Also das sind Entwicklungen, die rasant sind. Allerdings sind auf der anderen Seite Entwicklungen, die immer noch rasanter sind auf dem Immobilienmarkt. Wir haben heute, beziehungsweise gestern die Nachricht bekommen, dass Deutsche Wohnen wieder ein Portfolio gekauft hat von 19 Häusern, davon mindestens die Hälfte per Share-Deal, um dann keine Grunderwerbsteuer zu zahlen und so weiter. Also die Monster fressen sich weiterhin durch die Stadt und trotz aller Erfolge, die wir als Mieterbewegung in dieser Stadt hatten und auch trotz einer Regierungswechsel, die durchaus vieles neu und besser, auch wenn für unseren Geschmack manchmal zu langsam und nicht ausreichend weitgehend genug macht. Trotz aller dieser Entwicklungen sind wir immer noch hinterher. Und das war die Grundidee auch für unsere Kampagne. Wir wollten aus der Defensive kommen. Und wie kann man in einer kapitalistischen Wirtschaft aus der Defensive kommen, wenn man nicht die Eigentumsfrage stellt in der einen oder anderen Form? Das war natürlich das Ergebnis einer Entwicklung. Wir sind ja nicht morgens aus dem Bett gefallen und haben gesagt, wir enteignen jetzt ein paar Milliarden Konzerne. Sondern das war es gab eine Diskussion über mehrere Jahre, es gab Versuche über andere Wege, diese Konzerne zu fassen zu bekommen. Und da sind wir meistens gescheitert ab einer bestimmten Stufe. Wir waren ihnen lästig, wir konnten einige kleine Erfolge erzielen, aber an ihrer Geschäftsstrategie könnte man natürlich nichts ändern. Auch die Berliner Landespolitik und Bezirkspolitik, obwohl da auch durchaus Versuche gab, so Florian Schmidt, der hier sitzt, kann es ja auch vielleicht selber nochmal erzählen mit der Otto-Suhr-Siedlung. Auch auf Landesebene gab es einige kleine Erfolge. Aber grundlegend konnten wir diese Konzerne nicht zu fassen bekommen. Und dann haben wir uns an das erinnert, was die Grundlage eines Kampfes, des Kampfes gegen große Konzerne sein sollte, nämlich die Eigentumsfrage stellen. Und wir hätten auch nicht gedacht, dass es so schnell so populär wird und auch auf so viel Zustimmung stößt, bevor wir eine einzige Unterschrift gesammelt haben. Wir dürfen manchmal selber nicht vergessen, dass wir auch noch Unterschriften sammeln müssen. Das zeigt meines Erachtens 2 Sachen. Einerseits haben viele Mieterinnen und Mieter, die hier in dieser Stadt Angst um ihre Wohnungen haben, erlebt, dass die kleinteiligen Maßnahmen der Politik zwar manche Erleichterung bringen und manche schützen können, aber grundlegend an den Marktmechanismen natürlich nichts ändern. Und dass die Angst, die sie spüren, und das ist das grundlegende Gefühl, was man bei den Gesprächen mit den Mieterinnen und Mietern erfährt. Das ist die Angst, morgens den Briefkasten aufzumachen, weil da drin irgendeine Mieterhöhung, eine Modernisierungsankündigung oder irgendeine andere Schweinerei sein kann. Dass sie diese Angst
durch diese Maßnahmen nicht loswerden, dass sie sich auch ohnmächtig fühlen gegen solche Gebilde wie Deutsche Wohnen oder Vonovia. Und das, was wir ihnen anbieten, ist ein Instrument, womit sie diese Ohnmacht überwinden können, wo sie selbstbewusster auftreten können und auch im Schattenwind eine radikale Forderung wie die Enteignung, viele andere kleinere Kämpfe, die genauso aber meines Erachtens für die einzelnen Gruppen und Initiativen wichtig sind, selbstbewusster führen und auch, glaube ich, erfolgreicher führen können. Sie haben ein Instrument in der Hand, mit dem Sie auch der Gegenseite Angst machen können. Und das ist jetzt nicht nur ein psychologisches Spiel, sondern ist für die Selbstermächtigung der Mieterinnen und Mieter enorm wichtig, dass sie dieses Selbstbewusstsein haben und auch das Gefühl, dass sie der Gegenseite, also gegenüber der mächtigen Konzerne, auch ein Instrument in der Hand haben, womit sie den Konzernen wehtun können. Und die zweite Geschichte, was ich jetzt gelernt habe in den letzten Monaten, das ist, dass wir Aktivistinnen und Aktivisten, die jetzt ein bisschen länger dabei sind, ja, auch uns auch ständig mit der Politik und Teile der Wohnungswirtschaft rumschlagen, manchmal freundlicher, manchmal unfreundlicher und uns auch viel Wissen erarbeitet haben, auch Detailwissen und dieses Gesetz und jene Verordnung, dass wir manchmal auch schon eine kleine eigene Blase sind und viel zu zaghaft mit bestimmten Forderungen umgehen. Ich weiß nicht, ob vor 3 oder 4 Jahren eine solche Forderung, wie wir die aufgestellt haben in Berlin, auf so viel Zustimmung gestoßen wäre. Aber ich glaube, vielleicht schon vor 2 Jahren und nicht erst vor einem halben oder dreiviertel Jahr. Vielleicht waren wir auch ein bisschen zu langsam. Das kann man im Nachhinein auch nicht genau beurteilen. Aber manchmal gehen wir mit einer Forderung, die wir monatelang im Hinterzimmer durchbesprochen haben, Papiere dazu gearbeitet haben, juristisch, finanzpolitisch, politisch und so weiter alles erarbeitet haben, gehen wir raus und die Leute sagen, ja, das ist eine gute Sache, warum wart ihr nicht schneller? Vielfach auch in Richtung der Leute, die bis jetzt nicht so viel politisch gebildet oder verbildet sind die direkt aus ihren eigenen Erfahrungen heraus eine Forderung richtig und unterstützenswert finden. Das war für mich die zweite Erfahrung, dass wir manchmal auch aus unserer eigenen Aktivistenblase raus müssen und mehr auf das hören sollten, was wir direkt von den Mieterinnen und Mietern erfahren. Ja, 1, 2, gut, jetzt funktioniert es. Also, Klaus Mindrup, okay, ich sage mal etwas aus der Bundesebene, wo wir ja eine etwas andere Koalition haben, nämlich keine Rot-Rot-Grüne, sondern eben eine schwarz-rote Koalition. Ich habe selber für die SPD an den Koalitionsverhandlungen in dem 6er-Team mit der Union teilgenommen zum Thema Mieten, Bauen, Wohnen, was nicht vergnügungssteuerpflichtig war. So, wir haben doppeltes Versagen und das muss man auch oft offen aussprechen. Wir haben in Berlin ein Politikversagen gehabt, also wie man über 150.000 Wohnungen verkaufen konnte, ohne dabei sich vernünftig abzusichern, das ist schon also kaum in Worte zu fassen und wir haben ein Marktversagen. Und das Dramatische, was ich am dramatischsten finde, ist, dass das Ganze überwiegend unter Rot-Rot passiert ist. Und ich kann das auch an einem konkreten Beispiel sagen. Also im Jahr 2000 haben wir unsere Häuser in Prenzlauer Berg gekauft. Ich bin jetzt 18 Jahre Aufsichtsrat der Wohnungsbaugenossenschaft Bremer Höhe. Wir haben damals pro Wohnung deutlich mehr bezahlt als 4 Jahre später die Erwerber der GSW. Und wir wollten dann weitere Wohnungen kaufen. Es hätten noch mehr Genossenschaften was gekauft. Um das Jahr 2003 hat man dann aber die Genossenschaftsförderung eingestellt, sodass man dann im Prinzip gesagt hat, die Lage ist ja alternativlos. Es gibt ja keine anderen, die kaufen. Und das ist sozusagen das Politikversagen und das Marktversagen erleben wir alle heute. Und ich habe vor allen Dingen dann im Deutschen Bundestag versucht, deutlich zu machen, und ein kleiner Erfolg ist da gelungen, zu sagen, es gibt unterschiedliche Märkte. Wir haben in Berlin es vor allen Dingen damit zu tun, aber auch in anderen Städten, dass Häuser verkauft werden, dann über den Weg der Luxusmodernisierung und der Aufteilung in Eigentumswohnungen anschließend verscherbelt werden und man versucht brutalst, die Mieter herauszuholen. Das kann man auch
tatsächlich an zig Einzelbeispielen belegen. Und der erste entscheidende Punkt war, dass wir gesagt haben, okay, im Modernisierungsrecht, und das ist dank der tätigen Mithilfe der Vonovia auch gelungen, dass wir das durch den Deutschen Bundestag gebracht haben, dass wir gesagt haben, wir machen mal einen Deckel und wir reden nicht nur über Prozente, sondern wir haben ja einen Deckel und sagen, neben der sozialen Härte ist es so, dass die Modernisierung bei Mieten bis 7 Euro nicht mehr als 2 Euro die Umlage betragen darf, darüber hinaus nur 3 Euro, und das ist das Ende tatsächlich der Luxusmodernisierung. Sie werden das merken, dass im Augenblick viele versucht haben, noch ihre sozusagen Erklärungen rauszuschicken zum Ende des Jahres, weil sie doch überrascht worden sind von dieser Gesetzesänderung. Und wir arbeiten auch noch daran, dass wir im Baugesetzbuch die Schlupflöcher, die es da noch gibt, die riesengroß sind zur Umwandlung von Mietshäusern in Eigentumswohnungen, dass wir die dicht machen, weil das ist tatsächlich, das ist ein Geschäft, was gar nicht die Großen unbedingt machen, machen viele Kleine, was wirklich ein perverses Geschäftsmodell ist, weil das Geschäftsmodell basiert darauf, seine Mieter rauszuschmeißen. So, ich hoffe, dass wir das in den nächsten Wochen auch noch hinbekommen mit der Änderung des Baugesetzbuchs. Dann war ein großes Thema natürlich die Bodenpolitik. Der Bund war Preistreiber, das haben wir jetzt beendet. Wir werden alle Grundstücke zum Festpreis an die Kommunen geben. Wir werden auch massiv Grundstücke an Berlin geben. Und wir müssen schauen, dass wir das Thema Share Deals angehen. Dazu gab es ja eine sehr interessante Anhörung im Deutschen Bundestag. Das Ganze ist ja nichts anderes als ein Steuerumgehungsmodell und ein Umgehungsmodell für die Vorkaufsrechte. Wir haben eine Anhörung gehabt und ich bin gespannt, wie wir das sozusagen in den Gesprächen hinbekommen. Was mir große Sorgen macht, ist das ganze Thema Wucher. Eigentlich haben wir eine Situation, wo hier massiv ständig Wucher stattfindet am Mietmarkt. Es gibt ein Urteil aus Hamburg, was den Wucherparagrafen, der früher ein scharfer Paragraf war, restlos sozusagen, unwirksam sozusagen gemacht hat. Das ist etwas, was der Deutsche Mieterbund auch sagt, was man machen muss. Und wir haben im Mietrecht auch noch einige andere Geschichten. Wir werden jetzt auch das Mietspiegelrecht neu verhandeln. Schwierige Geschichten. Alles im Grunde genommen, aber im Kern nicht der entscheidende Punkt für die Frage, vor der wir jetzt hier stehen. Das ist die Frage, welche Bodenpolitik machen wir in Deutschland? Was ist sozusagen mit den exorbitanten Bodenwertsteigerungen, wem gehören die? Gehören die den Bodeneigentümern oder gehören die dem Gemeinwesen? Und wie können wir das verhindern, dass Entschädigungen für Grund und Boden und Entschädigungen quasi für die Allgemeinheit nicht mehr bezahlbar sind? Und früher war das so, dass man sich angeguckt hat, was bringt eine Mietwohnung im Ertrag, und danach hat man im Grunde genommen die Kaufpreise benannt. Im Augenblick haben wir Kaufpreise, die sind völlig irre. Die sind nicht erwirtschaftbar mit normalen Mietverhältnissen, was dazu führt, dass zum Beispiel Genossenschaften gar nicht mehr kaufen können in Berlin, weil sie gar nicht mehr die Preise erwirtschaften können. So. Und jetzt geht es um die Frage, wie ändern wir unseren rechtlichen Rahmen so, dass wir wieder dazu kommen, dass diejenigen, die sich sozusagen die soziale Vermieter sind, wieder eine Chance haben. Und das hängt dann im Grunde genommen auch im Ende mit der Frage der Enteignung oder des Erwerbs zusammen, weil die Frage ist, was ist für ein Preis am Ende aufzurufen? Und nach all dem, was ich weiß, wird das am Ende bei den Gerichten landen. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, ich habe mir mal angeguckt, was die Deutsche Wohnen für eine Rendite hat, was die auszahlt an ihre Aktionäre, dann ist das aktuell 1,96%. 1,96%. Wenn wir das als Berlin kaufen würden, hätten wir eine höhere, also zu dem Preis, der im Augenblick die Marktkapitalisierung ist, dann müssten wir anschließend mehr zahlen, weil wir müssten nämlich tilgen. Wären wir bei 4,3% oder sowas. So. Und das kann es ja nicht sein, dass wir im Grunde genommen hingehen als öffentliche Hand, das hatte ich am Eingang schon gesagt, verkaufen, wenn es billig ist, kaufen, wenn es teuer ist, also die Bewertungsfrage, und da bin ich mir auch mit dem Deutschen Mieterbund einig, ist immer das Entscheidende. Und natürlich kommt es am Ende darauf an, dass das Eigentum möglichst in Gemeinwohlhand ist, möglichst kommunal, möglichst abgesichert über einen Verfassungsvermerk, dass man nicht wieder verkauft, wenn man eine andere Regierung hat, und Genossenschaften. Ich komme gerade aus Schweden, weil ich mit den Kollegen dort was zu tun hatte. In Göteborg gibt es gerade eine neue Stadtregierung, die verkauft gerade Wohnungen. Da haben sich die Grünen mit den Konservativen verbündet. Die Lage ist dort ähnlich dramatisch wie hier, aber die tun das, die verkaufen. So, also Absicherung, dass man wirklich sichert das öffentliche Vermögen, und zweitens kann ich nur plädieren, mit Genossenschaften zusammenzuarbeiten und den rechtlichen Rahmen so machen, dass der rechtliche Rahmen so ist, dass er die Mieterinnen und Mieter schützt. Und bei all dem sozusagen, wie schwierig das ist, auf der Bundesebene kämpfe ich dafür, dass wir das tun, was geht, und ja, freue mich auf die weitere Diskussion. Dankeschön. Steffen Tillich, hier wurde auch gesagt, was ist möglich, alles ist möglich.
möglich? Was ist deiner Ansicht nach möglich? So besser? Ah. Okay, mit Mikro ist besser, ja. Okay. Also ich glaube, der Grund dafür, dass dieses Gefühl entsteht, alles ist möglich und dass sich diese Einschätzung, was eigentlich möglich ist, in den letzten Jahren so verändert hat, liegt daran, dass die Marktentwicklung so radikal ist und dass gerade in Berlin Leute das merken. Und dass also der pure Ausspruch, der zu großem Widerspruch geführt hätte noch vor wenigen Jahren, dass es doch auf der Hand liegt und jeder sehen könne, dass es nicht geht, dass man die Frage von Wohnen, aber auch die Frage von Grund und Boden nicht allein dem Markt überlassen darf, dass der akzeptiert ist heutzutage in Berlin, jedenfalls in ganz weiten Teilen. Das hat natürlich was mit dem Problemdruck zu tun, den wir hier haben. Und ich glaube, wir sind da auch echt erst am Anfang der Auseinandersetzung. Ich würde doch gerne... Ja, genau. Ich würde im Übrigen auch gerne, wenn auch nur begrifflich, unterscheiden an der Stelle zwischen Enteignung und Sozialisierung. Weil Enteignung ist in der Ordnungspolitik und in der Infrastrukturpolitik ein relativ normales Instrument. Da muss man irgendwie nachweisen, dass dem ein öffentliches Interesse, dass man öffentlichen Interesse folgt und dass man die Verhältnismäßigkeit beim Eingriff ins Eigentum einhält. Auch das ist ein Punkt, wo man sozusagen beim Thema Wohnen gucken muss, inwieweit es hier weitere Anwendungsmöglichkeiten gibt. Aber die Frage zu stellen, also so wie der Artikel 15 ja auch formuliert ist im Grundgesetz, quasi Sozialisierung, also andere Formen der Organisierung der Wirtschaft als Selbstzweck, nicht als Mittel zum Zweck, sondern als Selbstzweck. Das ist, glaube ich, eine Auseinandersetzung, dass sie in dieser Form aufgemacht worden ist, ist extrem hilfreich. Ich glaube, im Moment kann noch kein Mensch sagen, in welcher rechtlichen Form die am Ende sozusagen möglicherweise Wirkung zeitigen wird. Aber die gesellschaftliche Dynamik, die darüber entstanden ist, die ist erstmal sehr, sehr, sehr viel wert. So viel vielleicht dazu. Aber als Politik kann man natürlich jetzt auch nicht sagen, ja, wir haben noch da so eine Sozialisierungsdebatte, wenn wir das Problem gelöst haben, dann löst sich alles andere von alleine, sondern es gibt natürlich darunter noch ein paar Themen, die wir auch im jetzigen Rechtsrahmen oder in der jetzigen Debatte klären müssen. Und da gibt es gerade in Berlin viel Anlass dazu, vor allen Dingen darauf zu setzen, dass man Politik nachhaltiger macht. Also wir haben eine politische Übereinkunft, wo wir, was den Umgang mit öffentlichen Grund und Boden betrifft, so weit sind, dass wir faktisch nichts mehr verkaufen. Aber zu Recht sagen Menschen, das habt ihr vor kurzem aber doch mal anders gesehen und ob das so nachhaltig ist, dieser jetzige Politikzustand steht in Frage. Insofern spricht viel dafür, dass man das auf Nachhaltigkeit stellt, indem man es zum Beispiel in ein Gesetz gießt, indem man sozusagen sowas, ich nenne es Bodensicherungsgesetz, sagt, wo tatsächlich klargestellt wird, öffentliches Vermögen, und das bedeutet dann nicht nur das direkte öffentliche Vermögen, sondern auch das mittelbare öffentliche Vermögen von Unternehmen, von öffentlichen Unternehmen, von Stiftungen und so weiter, wird nicht mehr veräußert. Punkt. Gleichzeitig muss man mit dem Thema Grund und Boden nicht nur von der Hand in den Mund wirtschaften. Wenn man es gerade nicht braucht, dann gibt man es halt weg, sondern man braucht eine Vorratspolitik, man braucht eine aktive Ankaufspolitik. Das sind die Themen, glaube ich, wo ich zumindest hoffe, und das wird auch die Auseinandersetzung sein, dass wir die noch in dieser Wahlperiode tatsächlich angehen können, um den Umgang mit öffentlichem Eigentum so auf nachhaltig zu stellen. Das wird nicht wenig sein, aber wird, glaube ich, eine sehr wichtige Debatte. Es gibt einen weiteren Punkt, wo wir auch mit dem, was wir selber könnten, noch nicht so weit sind, wie wir sein könnten. Ich glaube, wir bei der Frage, wie setzen wir öffentliches Eigentum ein, bei der Frage der Zweckerreichung von bestimmten Zielen. Also klar, öffentliches Eigentum ist knapp,
öffentlicher Grund, Boden ist knapp, Wohnungsbaugrundstücke sind knapp, aber bei der Frage, wie wollen wir eigentlich wohnungspolitische Effekte durch die Vergabe von öffentlichem Eigentum an Genossenschaften oder Ähnliches erreichen, da sind wir noch sehr gefangen in der Logik des Marktes. Also indem wir sagen, okay, wir geben es euch ein Erbbaurecht, wenn wir denn was haben, und wir wollen dafür einen Erbbauzins haben, der so und so hoch ist. Der ist jetzt zwar abgesenkt, aber es hat immer noch eine bestimmte Höhe. Warum eigentlich? Warum muss man eigentlich den Grundstückswert als Maßgabe dafür nehmen, für das Entgelt, für das man eine bestimmte Form von Grund und Boden für einen mietenpolitischen Effekt, für die Errichtung preiswerten Wohnraums zur Verfügung stellt? Hier können wir, glaube ich, andere Möglichkeiten wählen, wo wir eher darauf hinauslaufen. Es ist eine ähnliche Richtung, wie Klaus Minderung angedeutet hat, wo wir sagen, wie rechnet sich denn preiswertes Wohnen? Wie rechnet sich denn preiswerter Wohnungsbau und wie müssen wir angesichts dessen einen bestimmten Zweck verfolgen und den auch sichern. Vielleicht zum Thema BIMA und Flächenzurverfügungstellung, also noch sehe ich das Festpreisverfahren nicht in den Listen, die uns hier so angeboten werden. Die Sachen, zu denen uns, wenn überhaupt, BIMA-Grundstücke angeboten werden, sind absurd, die Preise, die dort stattfinden. Insofern hoffe ich sehr, dass es dort eine andere Entwicklung gibt, und ich bin sehr gern dabei, dass wir darüber reden müssen, wie wir insgesamt beim Thema Grund und Boden das Thema der spekulativen Marktentwicklung aus den Preisen wegnehmen können. Also wie wir tatsächlich limitierte Preise erzielen können, nicht nur beim Thema Vorkaufsrecht, sondern auch bei anderen Fragen, um Spekulation nicht so attraktiv zu machen, um aber auch vor allen Dingen andere öffentliche Zwecke attraktiver verwirklichen zu können. Also insofern, diese Debatte, die jetzt angestoßen ist, eröffnet viele Chancen. Sie wird aber auch noch in einer Heftigkeit Widerstände generieren, die wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können. Da wird sich noch sortiert, sage ich jetzt mal. Aber es gibt noch vieles, was wir darüber hinaus tun müssen und wofür wir auch darüber hinaus um Konzeptionen, aber auch nach wie vor um Mehrheiten ringen müssen. Danke. Hallo? Ja. Okay. Ja, vielen Dank für die Einladung. Also ich bin absoluter Fan, habe ich ja schon öfter gesagt, von der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Und dennoch glaube ich, dass wir zwei Aspekte da beachten müssen. Erstens, es ist eine unglaubliche Druckmaschine in den sozusagen Dampfkessel der Bundesrepublik zum Thema Kapitalismus, Eigentumsfrage. Das ist wunderbar. Und auf der anderen Seite ist es ein Projekt sozusagen, dass wenn es wirklich, und damit rechne ich eigentlich, dass ihr da die Stimmen habt, solltet ihr auch, glaube ich, gleich auf die 200 gehen im ersten Anlauf, dass es eine juristische Auseinandersetzung gibt, das meintest du, glaube ich, Stefan, auch gerade, die über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte geht. Und es ist jetzt schon eine Erleichterung, glaube ich, da für viele Projekte, viele Ansprachen von zum Beispiel Deutsche Wohnen oder auch anderen großen Unternehmen, dass sie sich jetzt versuchen, sozialer zu gestalten oder darzustellen oder auch irgendwo mehr mitzumachen bei irgendetwas. Und es kann also auch so ein Hase-und-Igel-Spiel werden auf eine Art und Weise. Ja, die wetzen irgendwo auch die Messer, das ist klar, aber dann wird es auch Nachgeben an bestimmten Stellen geben, um eben zu vermeiden, dass man so schlimm und böse dasteht. Ja? Das wird also auf den zwei Ebenen gespielt. Bis dahin, bis wir diesen Kampf gewinnen, sage ich mal, auch den juristischen, und da sagst du zu Recht, alles ist möglich. Ja, genau, es ist alles möglich, auch die Richterinnen können anders entscheiden, und wir merken das jetzt schon an Gerichten, dass zum Beispiel zum Vorkaufsrecht anders entschieden wird und dass dann man einfach sagt, ja, stimmt eigentlich,
Da hat er nach Baugesetzbuch § 172 gehandelt und fertig. Und vorher dachten die ganzen Kanzleien, die die Eigentümer beraten, das scheitert ja komplett vor Gericht, weil man ihnen das wohl auch so suggeriert hatte. Ist aber nicht mehr so. Also auch da ändert sich was in der Mentalität. Und wir haben trotzdem weiterhin Probleme, die wir in den nächsten 5 Jahren, sage ich mal, angehen müssen. Klaus hat es gesagt, das Thema Umwandlung ist eins, was mich extrem umtreibt. Und du hast gesagt, dass ihr da dran seid, aber ich befürchte, ihr seid dann nur in Milieuschutzgebieten dran und ihr seid da nicht grundsätzlich dran. Und insofern ist es letztlich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also selbst wenn man es in Milieuschutzgebieten schafft, dass man wirklich dass die Umwandlungsverordnung scharf ist, dass man dann einfach so nicht mehr umwandeln kann, dann erstens sind da einige Sachen in der Umwandlungspipeline jetzt schon. Also jede Woche wird auch nach dieser Schlupfloch-Regelung 7 Jahre etc. umgewandelt. Ich kriege die Zahlen immer. Und das ist sozusagen schon, da sind schon die Zeitbomben gelegt. 10 Jahre, 13 Jahre und so weiter. Und dann, da wo kein Milieuschutz ist, da wird es sich dann hin verlagern. Das heißt, das ist ein Kampf und der geht eben nicht über diese 3.000 Euro, Wohnungen, Unternehmen enteignen und so weiter Kampagne zu lösen, sondern den muss man sofort lösen. Kann man nicht, juristisch wahrscheinlich, sondern muss man mit Gegenwehr agieren. Also wirklich rebellisch, rebellischer, jedes Haus muss rebellisch sein, jede Nachbarschaft und die Bezirksämter müssen es sein und die Parteien und auch der Senat muss es sein. Aber man kann es eben nicht mit Verordnungen unbedingt sein, sondern wahrscheinlich müssen wir vor jedem Haus, wo eine Umwandlung stattfindet, was aufstellen auf dem öffentlichen Straßenland, was wir genehmigen als Sondernutzung, damit auch mal alle, die dort ihre Wohnungen kaufen wollen, mal merken, was da eigentlich passiert, wobei sie eigentlich mitmachen. Also wir müssen auch zu ganz anderen radikaleren Formen des Aktivismus kommen und da bin ich jetzt heute hier auch mal dankbar, da wurden so einige Sachen angesprochen, diese Frage Municipalismus, auch wie kooperativ darf man denn eigentlich sein als Bewegung mit der Politik, jetzt sitzt hier einmal die Bewegung mit einer Person nur leider auf dem Tisch nach dieser rebellischen Veranstaltung, ist eigentlich auch zu wenig, aber die Debatte haben wir jetzt hier heute mehrfach geführt, wie sehr darf man kooperieren und mein Appell ist wirklich, wir stehen mit dem Rücken zur Wand in bestimmten Dingen. Die Verdrängung geht weiter und wenn es linke Leute in der Regierung gibt, dann sollten sie mit den Bewegungen, den Aktiven in Nachbarschaften und so weiter zusammenarbeiten, die Hand reichen und schauen, was man machen kann. Noch eine Sache, ich will es kurz sagen, ich habe das letztens, es ging schon durch die Presse gesagt, das ist eigentlich das, was ich heute auch nochmal betonen möchte, kann ich auch später noch darauf eingehen. Ich schlage vor, dass wir RZOG und Initiativen und auch die gemeinwohlorientierte private Immobilienwirtschaft, dass wir uns einen Plan überlegen. Und zwar nenne ich den jetzt erstmal Arbeitsbegriff Masterplan Berlin 50% kommunal mit C. Mit C, weil es geht nicht nur um Verstaatlichung, es geht auch um Genossenschaften, es geht um Hausprojekte, es geht um vieles, was man machen kann, damit Häuser wirklich dem Markt entzogen sind. Und wir müssen den Bürgerinnen und Bürgern wirklich eine Strategie vorschlagen, wie wollen wir von im Moment ungefähr ein Viertel der Bestände im Kommunalen, mit C auch, zu 50% mal wenigstens schaffen, dass wir ungefähr bei Wien sind. Wien, haben wir heute festgestellt, ist gar nicht bei 50, sondern nur bei 45. Ja. Aber schon ziemlich cool. Ja. Und wie können wir das schaffen? Das ist eine Anstrengung, die auf verschiedensten Ebenen läuft. Da kann man auch sagen, ja, auch diese Enteignungsperspektive, die bringt uns dann auch nochmal so und so viel Wohnung in so und so vielen Jahren. Das ist aber ein Projekt, was über 20 Jahre läuft. Das läuft nicht in einer Legislatur. Und ich finde, der Senat und die Bezirke müssen und die Aktivisten und etc. müssen jetzt zur Halbzeit damit anfangen, eigentlich wie sie das veranstalten wollen über die nächsten Jahre. Und dann haben wir auch, sage ich ganz klar, ein Projekt, was wir auch zur Wahl als gemeinsames Projekt vorstellen können und wo die Bürger auch wissen, was wir vorhaben in den nächsten 20 Jahren. Das war jetzt ein sehr, sehr guter Übergang zu der zweiten Runde und ja auch leider wegen der Zeit unserer letzten, dass ich wirklich auch nochmal nachfragen wollte, eben nach dem Motto unserer Tagung, rebellisch, links, solidarisch, was machen wir denn noch darüber hinaus? Welche Vorschläge haben wir? Herr Ruspe hat auch gesagt, er oder ihr seid nicht morgens aus dem Bett gefallen und wolltet enteignen. Also jetzt haben wir hier einen neuen Vorschlag, ich muss es nochmal nachlesen, also Masterplan Berlin 50% kommunal, so rum. Genau, und jetzt nur nochmal vielleicht auch ein Stück weit, was haben wir denn nochmal an Ideen für ein gemeinsames politisches
Projekt, wir diese Konferenz ein Stück weit auch informell ein bisschen eine Halbzeitbilanz, aber wir wollen, ich denke, wir wünschen uns ja alle, dass es nicht nur, dass wir nicht von einer Halbzeit reden, sondern dass wir noch mal länger von dieser politischen Konstellation reden können. Was gibt es noch für Vorschläge? Was können wir noch gemeinsam bearbeiten? Was muss noch auf den Tisch? Vielleicht Ruspel noch mal zu Beginn. Das, wovon wir unser Selbstbewusstsein ziehen und weshalb wir uns getraut haben, so eine Forderung aufzustellen, ist ehrlich gesagt nicht die Unterstützung der Parteien oder großer Organisationen, sondern sind die Netzwerke, die in Berlin entstanden sind in den letzten Jahren, aus Dutzenden, Hunderten mittlerweile Mieterinitiativen. Das ist unsere Basis. Natürlich ist es gut, wenn man Parteien hat oder teilweise nicht ganze Parteien, sondern einzelne Abgeordnete oder Funktionäre, mit denen man gut zusammenarbeiten kann. Das nützt alles, aber unsere Basis sind die Mieterinitiativen in den einzelnen Häusern, in den Kiezen, die zu bestimmten Themen stadtweit arbeiten und so weiter und so fort. Und wir haben eine großartige Arbeitsgruppe, Starthilfe nennt sich das, ich glaube, würde auch im Rahmen der Konferenz hier erwähnt, die zum Beispiel auch hilft, neu entstehenden Initiativen mit handwerklichen Sachen, mit Hilfe zu Selbsthilfe sozusagen. Und das ist auch die Basis unserer Arbeit. Und da sind wir auch, dadurch sind wir auch gewachsen. Jetzt, was wollen wir denn Zusätzliches? Es ist ja kein Zufall, dass solche Forderungen wie Enteignen, aber auch Besetzen, da gab es auch eine Umfrage von einem halben Jahr, dass die Mehrheit der Berliner Bevölkerung das Besetzen leerstehender Häuser legitim findet. Ich glaube, sogar in den 80er Jahren, als die Besetzerbewegung in Berlin sehr stark, in Westberlin zumindest sehr stark war, gab es keine gesellschaftliche Mehrheit dafür, eine starke Minderheit vielleicht, aber dass da die Mehrheit der Bevölkerung das gut fand, kann ich mich jedenfalls nicht erinnern. Das ist die Radikalität dieser Forderungen und die Unterstützung der Bevölkerung speist sich ja aus der Radikalität des Marktes gegenüber der Mieterinnen und Mieter. Und wir können auch uns jetzt die Instrumente nicht aussuchen. Wir machen das und wir machen das nicht. Wir sind in einer Situation, wo wir alle Instrumente anwenden müssen. Deshalb ist sowieso so eine radikale Forderung wie Enteignung oder Vergesellschaftung, da hat Stefan Zellig natürlich recht, genauso wichtig wie eine Kleinigkeit im Milieuschutzgebiet nochmal nachzustellen, ein Vorkauf eines Hauses oder was auch immer. Und was können wir jetzt zur Halbzeit machen? Ich bin kein Parlamentarier, deshalb halte ich mich jetzt nicht an Legislaturperioden fest. Aber das, was Florian Schmidt gesagt hat, ist richtig, dass man eine Perspektive bietet. Bis jetzt haben wir das immer als Wiener Modell bezeichnet. Ja? Ich weiß, in Wien ist auch nicht alles schön und könnte vieles besser sein. Es geht aber um die grobe Ausrichtung. Will man Richtung London, Paris oder will man Richtung Wien? Also die Mehrheit der Wohnungen der Marktlogik entziehen, ob sie in städtischer Hand sind, genossenschaftlich verwaltet werden oder was auch immer. Die Marktmacht stark einzugrenzen und Modelle gemeinwirtschaftlicher Wohnungsverwaltung, Wohnungsbaus anzubieten. Gibt es ja auch viele Projekte, die am Entstehen sind oder entstanden sind und auch immer weiter wachsen. Und da will ich noch mal kurz zur Frage der Entschädigung bei diesen Vergesellschaftungen sagen, weil darauf läuft es am Ende hinaus. Wie viel kostet das? Natürlich wollen wir keine Spekulationspreise bei einer Entschädigung an Deutsche Wohnen oder Vonovia zahlen. Es wäre ja absurd. Erst heizen Sie selbst den Markt auf, die Marktpreise hoch und dann zahlt der Staat oder die öffentliche Hand Ihnen diese Preise. Die Möglichkeit nach Artikel 15, Preise weit unter dem Marktwert zu bezahlen, ist juristisch eigentlich überall sozusagen akzeptiert. In den meisten Kommentaren zu diesem Artikel kommt das vor. Also es ist eine politische Entscheidung, wie viel man zahlt. Es gibt viele bei uns, die sagen, eine nominale Entschädigung würde ausreichen, also 1 Euro pro Wohnung. Kann ich auch gut verstehen. Aber der Vorschlag, den wir machen, ist in der Logik der Kampagne, die wir machen. Wir gehen nicht davon aus, wie viel ist der Marktwert eines Hauses oder einer Siedlung, sondern andersrum sagen, wie viel Miete können wir von den Menschen in diese Siedlung überhaupt verlangen. Und aus dieser Miete, die nicht mehr als 30% des Einkommens betragen soll, bilden wir den Wert dieses Hauses.
Also nur das, was die Menschen zahlen können, können wir als Entschädigung auch anbieten. Natürlich über ein Modell, über 30 Jahre gestreckt mit Krediten und so weiter und so fort. Das heißt, die Logik des Marktes in Frage zu stellen und sagen, nicht das, was ihr jetzt untereinander bezahlt, jeden Tag mehr, ist die Grundlage für eine Bewertung, sondern was die Menschen sich leisten können. Und ich glaube, auch in anderen Bereichen sollte man so vorgehen. Natürlich gibt es eine Menge juristische, politische und so weiter Hürden. Die Bundesregierung ist halt, wie sie ist. Das will ich jetzt nicht weiter ausführen. Das wisst ihr alle selbst. Und es gibt aber die Möglichkeit, auf Landesebene was zu tun. Und es gibt auch die Möglichkeit, von Nachbarschaften in einzelnen Häusern über Kieze und so weiter einiges zu verändern. Und das in Angriff zu nehmen, radikale Forderungen zu stellen, aber gleichzeitig das tägliche Teewasser nicht zu vergessen. Das ist, glaube ich, das, was uns stark macht und das, was auch nur eine Erfolgsformel für die nächste Legislaturperiode, sage ich jetzt nicht, die nächsten 15 Jahre sein kann, wenn diese Stadt noch so bleiben soll, wie sie einigermaßen noch in vielen Kiezen ist, nämlich lebenswert und offen für die meisten Menschen. Ja, Heike, ihr wurde, das finde ich ein schönes Wort, der Vorwärtspolitik wurde gesagt. Was meinst du, wie kriegen wir diese Vorwärtspolitik, wie kriegen wir die radikaler, rebellischer? Welche dieser Stichworte, die wir jetzt, ich weiß, eine große Frage für wenig Zeit, aber wie kriegen wir die, was greifen wir auf, was ist dein Vorschlag? Ich glaube, ich muss nach Berlin nicht unbedingt die Rebellion tragen, sie ist ja schon teilweise sehr rebellisch, aber ich will noch mal einen Begriff aufgreifen, der mich schon seit ewigen Zeiten stört, der Begriff Leistung. Die Älteren unter uns werden sich erinnern, Helmut Kohl hat mal gesagt, Leistung muss sich wieder lohnen, wurde von Kurt Beck als Parteivorsitzender der SPD auch wieder aufgegriffen. Und dann denke ich, in der Logik muss man doch sagen, leistungslose Gewinne, wie wir sie bei Grund und Boden, wie wir sie bei Miete haben, das darf sich nicht mehr lohnen. Und mit der Logik müsste eigentlich auch mit der CDU-SPD-Bundesregierung einiges zu bewegen sein. Darauf warte ich. Aber ich finde, und es geht ja ganz viel darum, das haben wir ja auch gestern auch von André Holm nochmal gehört, es geht auch ganz viel darum, um Stimmung oder auch um Gefühl, was ist eigentlich gerecht und was ist ungerecht. Und vielleicht müssen wir das wirklich nochmal viel, viel stärker auch in die Öffentlichkeit tragen. Worüber reden wir eigentlich? Weil die Wohnungswirtschaft, also die Bösen, sage ich mal jetzt, nicht die Guten unter der Wohnungswirtschaft, nicht die Genossenschaft, aber viele, die eben das Maximum an Gewinnen, an Rendite rausziehen wollen, sagen ja immer, ohne uns seid ihr nichts. Wenn wir nicht bauen, habt ihr nichts und wir sind doch diejenigen, die es überhaupt erst ermöglichen, dass ihr wohnen könnt. Und da müssen wir doch ein Gegenmodell zu entwickeln und sagen, oder eine Gegenerzählung, wie ist es denn wirklich? Und die Wirklichkeit ist, du kannst eben auch viel günstiger für wesentlich weniger Miete bauen. Und das wäre ein guter Ansatz und ich muss noch mal auch einen Punkt sagen, diese Modernisierungsumlage, ich finde, sie gehört abgeschafft. Die Vorstellung, 2 oder 3 Euro pro Quadratmeter. Wenn ich von der Wohnung ausgehe, 70 Quadratmeter, 2 Personen, sind das 210 Euro. Das im Monat mehr zu bezahlen, das ist immer noch völlig irre. Und da finde ich, wäre es einfach schön, wenn die SPD, die auch schon mal so einen 12-Punkte-Plan letztes Jahr im Sommer, als die Umfragen im Keller waren, einen 12-Punkte-Plan gerade zu Mieten und Wohnen gemacht hat, wo sie auch schon ein bisschen radikaler war. Das muss ganz anders gestaltet werden. Natürlich brauchen wir energetische Modernisierung, wir brauchen auch andere Modernisierung, aber die müssen nicht auf, jetzt sind sie ja auf 8 Jahre irgendwie, Quatsch, auf, jetzt haben die jetzt 11 Jahre? Nein. 8% umgelegt, aber trotzdem wird die Miete danach ja nicht wieder gesenkt, wenn der Zeitraum um ist. Also da finde ich, muss doch wesentlich mehr passieren. Ich glaube, irgendjemand sagte eben, ich glaube vorhin Schmidt war, dass wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Ja, das hat aber einen Vorteil, ich kann nicht umfallen und der zweite Vorteil, ich kann mich mit Schwung abstoßen und ich möchte lieber nach vorne gehen und sagen, aus dieser Position heraus diskutiere ich fordere viele Sachen, wo jetzt wahrscheinlich Klaus Müntrup sagt, ah, das ist alles gar nicht machbar, juristisch nicht möglich, aber wenn ich nicht die Fantasie habe und gar nicht in die Diskussion reingehe, habe ich von vornherein verloren. Und vielleicht verliere ich auch mal, in der Arbeitsgruppe, wo ich eben war, war das so schön formuliert, wenn ich verliere, kann ich daraus auch Erfahrungen machen und kann daraus beim nächsten Mal was Besseres machen. Und dafür möchte ich weiter einstehen. Das ist jetzt gerade kein Tipp für Rot-Rot-Grün, aber so möchte ich Politik weitermachen. Vielen Dank. Ich
Ich habe ja nicht gesagt, dass es nicht möglich ist, sondern also eine alternative Politik, aber man muss sie richtig machen. Und die Grundidee, jetzt hier in Berlin zu sagen, wir wollen das Vorbild von Wien, wo 60% der Menschen, das sind ja noch gemeinnützige Wohnungen drin, leben, das ist völlig richtig. Das sollte man auch weiter verfolgen. Was ich allerdings parallel wichtig finde, ist, dass Berlin schaut, und dass man, das kriegt man wahrscheinlich nicht hin, aber dass man in die Verfassung ein Veräußerungsverbot reinschreibt. Das wird man wahrscheinlich nicht von den Mehrheitsverhältnissen hinkriegen, aber ich kann nur sagen, ich habe das eben erlebt, dass man für ein Apfel und ein Ei verkauft hat, und das ist ein Punkt, das muss eine Doppelstrategie geben. Und das Zweite ist, man muss sich europäisch vernetzen, weil es gibt tatsächlich auch auf der europäischen Ebene eine Masse zu tun, und ich habe mit den Wienern viel zu tun, weil die auf der europäischen Ebene attackiert werden, zum Teil von neoliberalen Kräften. Da gibt es sozusagen ein Musterprojekt oder Prozess in den Niederlanden, der geführt worden ist, wo man im Grunde genommen gesagt hat, dass soziale Wohnungspolitik die Marktteilnehmer behindert. Das DAVI-Verfahren, das muss einfach radikal abgeschafft werden, weil das sind völlig unterschiedliche Märkte. Das ist sozusagen der zweite Punkt. Dann die Frage im Grunde, was muss man machen rechtlich? Wir haben in Deutschland ein Baugesetzbuch, da wird mehr über den Seggenschutz geredet, als Wohnformen differenziert werden. Da gibt es keine Unterscheidung zwischen Genossenschaftswohnungen, zwischen Mietwohnungen, zwischen städtischen Wohnungen oder Eigentumswohnungen. Und dementsprechend sieht auch unser Bewertungsrecht aus. Und das ist doch vollkommen klar, wenn ich sozusagen zum Beispiel nicht im Baugesetzbuch drin habe, das Ziel, dass preiswerter Wohnraum zu sichern ist, dass es dann im Grunde auch am Ende nicht funktioniert. Das heißt, ich muss über die Ziele nachdenken, und dann komme ich zu der Frage der Bewertung, weil die ist ja auch gesetzlich geregelt. Wenn ich sage, dass nur bestimmte Dinge möglich sind und so etwas wie soziale Härte auch einbringe in das Gesetz, das ändert natürlich dann auch die Bewertungsverfahren. Das heißt, von den Zielen her die Methoden umbauen und dann immer wieder unterscheiden zwischen den unterschiedlichen Marktteilnehmern und Endmieter tabuisieren. Das kann ich nur sagen, das hat im Deutschen Bundestag funktioniert. Ich habe das wirklich ausführlich geschildert, was in der Kopenhagener 46 passiert ist, im Wortprotokoll. Und ein Kollege der Union hat dazwischen gerufen, das ist Missbrauch, dagegen müssen wir etwas tun. Deswegen ist das jetzt zur Ordnungswidrigkeit erklärt worden. Ich hätte mir viel mehr vorgestellt. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass wir das Mietrecht so ändern, dass wir sagen, okay, die modernisierte Wohnung muss im Mietspiegel abgebildet werden. Aber soll ich, wenn ich die Chance habe, und ich habe viele Fälle erlebt, wo die Umlagen 10, 15 Euro waren, wenn ich die Chance habe, sie zu deckeln, das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, soll ich diese Chance nicht wahrnehmen? Also ich habe viele Häuser sozusagen, die jetzt nicht mehr entmietet werden können. Das war die Antwort auf die 2 und 3 Euro. Dass wir das in Systemwechsel machen müssen, ist vollkommen klar. Und am Ende ist es so, wir müssen gucken, dass wir sagen, Wohnen ist sozusagen eben kein normales Marktgut. Wenn es ein normales Marktgut wäre und es gibt eine gigantische Nachfrage nach preiswerten Wohnraum, dann müsste sie ja jemand bedienen, tut es aber nicht. Und das erkennt man ja daran, dass der Staat da tätig werden muss, und wir brauchen dafür besseres Recht, wir brauchen dafür aber auch massives öffentliches Geld. Und es gab in der Bundesrepublik einen großen politischen Irrtum, in Berlin gab es ihn besonders. Man ist davon ausgegangen, dieses Land, wir werden älter und wir werden weniger. Und deswegen hat man lange Zeit politisch nichts getan. Das ist der sozusagen Hintergrund, weswegen wir hier so miteinander sitzen. Wir haben in der letzten Woche das Grundgesetz geändert, weil wir hätten als Bund ab nächstem Jahr kein Geld mehr für soziale Wohnraumförderung an die Länder geben können, weil man gesagt hat, das braucht man nicht mehr. Wien gibt immer so zwischen 600 und 700 Millionen Euro pro Jahr aus. Die haben eine Umlage auf die Lohnsteuer. Und wir haben als Deutschland, hätten wir ab dem nächsten Jahr 0 Euro ausgeben können. Das zeigt im Grunde genommen, wie dramatisch die Situation ist. Und leider, da ist das völlig richtig mit den tickenden Zeitbomben. Wir haben in Berlin auch das tickende Zeitbombenproblem mit den Sozialwohnungen, die im Prinzip aus der Bindung rauslaufen, mit den Wohnungen in den Sanierungsgebieten. Und ich bin übrigens sofort dafür, Florian, dass wir dieses Umwandlungsrecht quasi koppeln an die Frage, ist es ein Gebiet mit einem Wohnungsnotstand? Das ist auch offen formuliert. Ich glaube nicht, dass ich es in dieser Regierung hinkriege, aber ich habe es zumindest erstmal adressiert. Und sozusagen der letzte Satz, ich habe es Herrn Horst Seehofer direkt in die sozusagen gesagt, dass man das Thema angehen muss. Die Antwort hier zitiert, sagt er, hätte das doch in Bayern verboten. Da hatte er das mit dem Umwandlungsrecht gemeint. Dann habe ich ihm gesagt, Sie kennen die Schlupflöcher nicht. Okay, mal gucken, mit dem Mann hat er zumindest ein bisschen von dem verstanden, was im Prinzip stattfindet. Gerüchteweise hängt es damit zusammen, dass seine Tochter keine Wohnung in München findet. Aber so ist das. Das Sein prägt das Bewusstsein, und in dem Sinne haben wir noch eine ganze Menge zu tun. Dankeschön. Leider sind wir jetzt wirklich schon am Schluss.
Ich würde deswegen nochmal gerne Florian Schmidt und dann Steffen Zillig nochmal bitten, auch um Ihr Schlusswort nochmal. Es wurde schon ganz, ganz viel genannt. Ich glaube, also sozusagen dieses gemeinsame politische Projekt, wie weiter, welche Perspektive, ja, vielleicht auch ein Stück weit nochmal hier als zum Schluss eine Ermutigung, einen Aufbruch, irgend sowas. Ja, also ich habe es ja vorhin schon ein bisschen was gesagt. Also ich glaube wirklich, dass wir dieses rebellische Moment und dieses municipalistische und das Verhältnis, was eben die Initiativen, die kleinen und die großen und die weniger professionellen und die sehr professionellen zur Regierung, zu Rot-Rot-Grün haben, daran müssen wir jetzt noch weiter arbeiten. Ich habe heute auch viel gelernt. Wir müssen nicht sozusagen das so verbinden, dass die Initiativen nur jubeln und auch nicht umgekehrt. Es muss da eine gewisse Distanz gewahrt bleiben. Aber ich glaube, das, was wir in Friedrichshain-Kreuzberg jetzt gemacht haben, weil Initiativen dort sehr, sehr, sehr stark sind und die sind früh auf mich zugekommen in der Legislatur und was jetzt auch mit dem Senat passiert, nämlich, dass man Kooperationsstrukturen einrichtet und dass auch eine gewisse Unterstützung in selbstverwalteten Ressourcen dann stattfindet. Ich glaube, da haben wir noch einen Weg zu gehen, der uns auch perspektivisch nochmal weiter festigt. Denn diese Kampagne jetzt zum Beispiel ist ein Beispiel, aber ich glaube, dass wir auch auf anderen Themen noch, und das ist nicht nur Wohnen, sondern auch auf anderen Themenbereichen, wo es um soziale Gerechtigkeit geht und um Demokratie zum Beispiel, da stehen wir noch ziemlich hinter manchen municipalistischen Städten wie Madrid zurück, was einfach lokale Demokratie betrifft. Da können wir noch viel, viel mehr machen und können Berlin wirklich zu einem kleinen Leuchtturm machen, ohne dass wir sagen, wir lösen die Probleme sofort. Aber wir brauchen diese Festigkeit in der Zusammenarbeit, um sie eben innerhalb von 20 Jahren zu lösen. Na, ich bin ja erstmal sehr froh darüber, dass ich hier zumindest, was die bundespolitische Auseinandersetzung betrifft, hier fast sowas wie so ein rot-rot-grünes Projekt daraus kristallisiert. Also die Themen Baugesetzbuch, die Themen andere Grundstückspolitik des Bundes, absolut dabei. Beim Thema Mietrecht, beim Thema Umwandlungsrecht viel mehr zu tun, das lohnt sich, das würden die Leute merken. Ich füge das Thema Steuerrecht hinzu. Also es ist absurd, dass man irgendwie für den Handel mit Grund und Boden weniger Steuer zahlt als für den Handel mit einer Schruppe. Insofern auch hier eine andere Situation hinzubekommen mit möglichen Ausnahmen für andere Nutzung, das lohnt sich echt, um sowas zu kämpfen. Und ich glaube, das könnte man, wenn die Parteien gemeinsam den Mut hätten, das zu formulieren, dann könnte man auch was formulieren, eine politische Perspektive, die was mit der Lebenssituation der Leute zu tun haben und die ein bisschen was gegen diese komische bundespolitische Stimmung machen könnte. Also das ist eine Perspektive, ist super. Ich glaube, dass es stimmt, dass wir, dass Berlin das große Problem hat, viele, viele, viele einzelne Punkte, die stattgefunden haben, irgendwie zu einer Erzählung zu verbinden. Also ich glaube, das, was wir hier mit dem Vorkaufsrecht erreicht haben, ist etwas, was wir uns vor wenigen Jahren überhaupt nicht vorstellen konnten. Und was das für Prozesse in Gang setzt, also ich durfte den Prozess hier in der Karl-Marx-Allee ein bisschen mit begleiten, Florian ja auch, und jeder, der den mit begleitet hat, der konnte erleben, dass das eben nicht nur eine formalrechtliche Frage ist, wem so eine Wohnung gehört, sondern was das mit Solidarität zu tun hat, was das mit Stadt zu tun hat, was das mit Zusammenhalt zu tun hat, der sich dort entwickelt. Und das ist eine riesige Ressource, die wir weiter nutzen müssen. Aber apropos Ressource, wir müssen natürlich auch die Ressourcen dafür zur Verfügung stellen. Das wird eine politische Auseinandersetzung. Die Tatsache, dass wir die bisher hatten für dieses Thema, lag daran, dass wir am Anfang der jetzigen Koalition dafür einfach mal Geld gebunkert hatten. Das ist jetzt alle. Jetzt müssen wir immer mehr und wieder und wieder und wieder dafür kämpfen, damit dieser Prozess auch tatsächlich vorangehen kann. Genau, absolut.
Deswegen kämpfen wir auch dafür und wollen es ja zur Verfügung stellen. Wir können es halt nur nicht ganz alleine entscheiden. Und da sind wir an dem Punkt, was die gemeinsame Erklärung manchmal noch so ein bisschen schwierig macht, gerade in Berlin. Ich meine, wir sind gerade auch mieten- und wohnungspolitisch als Koalition in Berlin faktisch in einer Lagerauseinandersetzung. Alle drei Parteien, Linke, SPD und Grüne. Aber wir agieren nicht faktisch nicht an einem gemeinsamen Projekt. Und da müssen wir vor allen Dingen vorankommen, dass wir sozusagen diese Auseinandersetzung, diese Rolle, die wir haben, auch tatsächlich annehmen. Dann haben wir auch eine Chance zusammen mit den Initiativen, ohne die geht es überhaupt nicht, hier das, was wir angefangen haben, auf Nachhaltigkeit zu stellen und dass man verändern kann, das haben, glaube ich, in den letzten beiden Jahren schon gezeigt. Ja, ganz herzlichen Dank für diese wiederum ganz intensive, ganz spannende Stunde, die wir jetzt hatten. Ich bedanke mich bei allen Referentinnen. Wir hatten in diesen anderthalb Tagen über 70 Referentinnen hier im Hause in diesen ganz vielen verschiedenen Panels zu ganz, ganz vielen spannenden Themen. Wir werden in der einen oder anderen Form natürlich an ganz vielen Themen weiterarbeiten. Wie ich in der Eröffnung schon gesagt hatte, es sind auch Themen hier, waren nicht präsent. Mir wurde gesagt, völlig zu Recht, Ökologie, Modernisierung, dieser ganze Themenbereich, wo ist der? Ja, stimmt. Es gibt noch viele, viele andere. Insofern kann ich euch alle, Sie alle einladen, dass wir gemeinsam an diesen ganzen vielen Themen dranbleiben. Ich bedanke mich an alle, nochmal allen Kolleginnen hier im Hause, die an dieser Tagung, dieser Konferenz mitgearbeitet haben. Auch ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Es hätte sonst nicht so super funktioniert, wie ich es wahrgenommen habe, dass es funktioniert hat. Und ja, also bis bald. Vielen Dank an alle Teilnehmenden und ja. Und ein Dank an Stefan, der es mit organisiert hat.